Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier ist Basti und ich bin am Gipfel 2305 Meter hoch an der Gipfelbahn von Königsleiten in der Zillertal Arena. Da bin ich zurzeit im Urlaub und ich wollte euch heute einfach mal ein Video machen, damit ihr auch mal was seht, was ich hier so erlebe. Und für mich ist es auch ganz gut, das im Nachhinein nochmal anzuschauen. Und ich hoffe, wir kriegen ein paar schöne Szenen hier hin. Und wir haben heute bestes Wetter. Es ist der 5. Skitag für mich und was will man mehr als so ein Panorama, so ein geiles Wetter. Ich hoffe, wir haben jetzt viel Spaß. Ihr habt viel Spaß beim Video und ich bin hier völlig verpresst in diesem Helm. Ich muss echt endlich mal abnehmen, ein paar Kilos abnehmen. Habe ich ja neulich in meinem Announcement auch schon gesagt. Ja, viel Spaß jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, wir haben beste Pistenverhältnisse. Es ist noch leicht geriffelt hier auf der Piste und es ist wirklich noch relativ leer. Wir haben vormittags, das ist glaube ich 9:30 irgendwie im Dreh und super geile Verhältnisse. Es macht so Spaß, hier runter zu fahren und einfach das Panorama dann nebenbei zu genießen. Mega geil. Ja, ich halte mal zu der Station runter mit der Bahn da, die wir eben im Hintergrund glaube ich gesehen hatten, die Gipfelbahn. Und ja, ich weiß nicht, wie gut das Mikro geht. Bis gleich! Ja Leute, ich möchte euch einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das in so einem Video rüberkommt, aber ich möchte euch meine absolute Hassstrecke vorstellen. Und zwar ist es eine Verbindung von einem Berg zum anderen. Es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten rüberzukommen. Entweder über diese Piste oder mit dem Lift rüberzufahren. Und das mache ich nicht. Stattdessen fahre ich halt immer diese Piste hier rüber. Und ich weiß nicht, das ist eine schwarze Strecke und ich weiß nicht, ob man hier schön sehen kann, wie steil das hier runter geht. Es ist halt übelst steil und dann geht es da hinten, wo ist es denn jetzt eigentlich, da quasi auf den Berg, nee halt, da hinten auf den Berg hoch, sieht man das da, ja, da geht es da hoch und es ist einfach so steil. Jetzt sieht man das vielleicht hier von der Seite so ein bisschen und wenn die Leute da runterkommen, es ist einfach der Wahnsinn hier. Aber wir müssen sie runter, es hilft alles nichts. Und ich werde es lebend schaffen, hoffentlich. Und ich sage euch, ich habe es lebend geschafft. Ich habe die ganze Woche ohne einen Sturz geschafft. Und ihr seht, ich feiere hier in der Gruppe runter. Wir sind 10 erwachsene Personen gewesen, 3 Kinder dabei. Und wir hatten so 3 Wohnungen, alle nebeneinander. Und haben uns da selber versorgt. Das hat alles wunderbar geklappt. War eine wirklich tolle Woche. Und die Aufnahmen, die ihr jetzt hier im Hintergrund seht, vor allem die Sonnenaufnahmen sind in diesen 2 Tagen entstanden, wo wir wirklich richtig schönes Wetter haben. Die anderen sind dann immer so mittelmäßig oder sowas, ne? Aber im Grunde genommen, im Ganzen war es wirklich eine schöne Woche. Wir haben wirklich Glück mit dem Wetter gehabt. Ihr seht auch, die Pisten sind so relativ leer. Das ist halt Ende Januar. Da ist es an sich perfekt, in den Skiurlaub zu fahren. Und ja, jetzt geht's hier in den Funpark rein. Mein Kollege fährt jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Schanze runter und ich versuche sie jetzt mal. Ihr seht jetzt meinen Versuch, diese Schanze zu nehmen. Yay. Sieht erstmal gut aus, aber die Landung, da muss ich noch viel dran üben. Aber ich sag mal so, ne, wenn man das so echt darunter fährt, wenn man da echt runterfährt, ist es einfach ein ganz anderes Feeling, als sich das jetzt hier anzugucken. Und das sieht so lächerlich aus, dieser kleine Hubbel da. Die gerade mal die Lust in Laune ist. Immer mal mutig, wenn die Kamera läuft. Ne? Ja, ja, das wird ganz anders. Da kann man sich dann lohnt sich wenigstens was zu tun.
So, am Ende des Tages wird hier erstmal auf der Panoramaalm eingekehrt. Und schaut euch dieses Panorama hier im Hintergrund an. Ich hoffe, man kann die Musik nicht hören. Nicht, dass mir das Video am Ende gesperrt wird. Ist das krass. Allein diese Wolken da unten im Tal, das sieht so mega aus. Also einfach unglaublicher Hotspot hier. Super nice. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar schöne Szenen von mir im Schnee beim Skifahren gesehen. Ich habe mich jetzt zum Abschluss des Videos nochmal hier zur Königsleitner Dorfbahn hingesellt. Hier ging das Ganze hoch und wir sind hier bei 1600 Meter Höhe und ihr habt ja am Anfang vom Video gesehen, da waren wir bei 2305 oder was waren es nochmal genau, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich jetzt unten im Ort und ja, heute am letzten Tag, also ich nehme das jetzt hier am letzten Tag auf, bin ich heruntergefahren die Strecke da und habe ja noch mal kurz einen Zwischenhalt gemacht. Und ihr seht jetzt noch mal das letzte Stück, was ich doch runterfahren musste. Das Wetter war heute nicht mehr so gut, die Sichtbedingungen waren nicht mehr so top. Aber eigentlich ging es noch im Endeffekt, es hat geschneit und trotz des Schnees ging es noch ganz gut. Ihr seht das ja vielleicht so ein bisschen. Auf jeden Fall, das letzte Stück, was ich runtergefahren bin, falls ihr es jetzt seht, bin ich hier oben an der Seite so runtergefahren und dann sieht man das Dorf so schön von der Seite. Also es war auf jeden Fall sehr chillig noch am Ende, so der Ausgang, ne? Und naja, hat auf jeden Fall nochmal viel Spaß gemacht heute, aber am sechsten Tag ist einfach irgendwann auch die Luft raus. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe jetzt mal hier gerade, ihr merkt das ja gerade, hier ist ja richtig geiles, also ich liebe diese Hütten immer, sieht immer sehr nice aus. Ne, aber am letzten Tag war halt heute leider auch ein bisschen die Luft raus, die Beine, die machen irgendwann zu und ach, jetzt muss ich hier durch den Verkehr gehen. Die Leute gucken mich an. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, eine GoPro durch die Gegend zu tragen. Und man wird dann von Leuten beobachtet dabei. So, jetzt ist es raus. Ich bin schüchtern. Ja, aber sechs Tage. Ich mache viel Sport. Ich habe wieder viel Sport gemacht in diesem Jahr. Und dann sechs Tage Skifahren ist natürlich schon sehr anstrengend. Vor allen Dingen, ja, von morgens bis Ende, wenn die Schicht gemacht haben. Aber es war sehr cool und ich bin nicht der beste Skifahrer, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, das weiß ich auch. Ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen, der eine oder andere hat sich gedacht, oh Gott, man könnte auch viel besser fahren und so. Aber ich bin zufrieden mit meinem Fahrstil, ich fahre sicher die Berge runter. Es könnte auf jeden Fall besser sein und vielleicht nehme ich mir auch nochmal irgendwann Unterricht. Habe ich auch überlegt, aber mal gucken. Und ja, ich bin das erste Mal Ski gefahren, Anfang 2000 mit meiner Schulklasse. Das heißt, ich fahre jetzt schon 20 Jahre Ski. Aber ich bin viele Jahre gar nicht ins Skigebiet gefahren. Dann war ich jetzt ein paar Mal hintereinander und ja, jetzt durch Corona 3 Jahre nicht mehr. Und jetzt gehe ich mit euch zusammen hier auf diese Anfängerskipiste. Hier ist so ein kleiner Schlepplift und andere Leute sind hier. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. So, ich bin jetzt ein bisschen weiter schon gegangen, ja, der Ankerlift. Ich gehe jetzt gerade über die Skipiste und ich will die Leute hier natürlich auch nicht stören. Ich finde es immer so lustig, hier sind sehr viele Holländer und ich finde Holländer sehr sympathisch auf jeden Fall. Die Österreicher natürlich auch. Beste Grüße an die Österreicher. Oh, da kommt jemand. Schnell weg hier. Oh, es ist einfach eine traumhafte Kulisse. Ich weiß nicht, wie gut sowas in dem Video rüberkommt, aber wenn man das so sieht hier, wir hatten Anfang Januar, war ja wirklich noch mit Schnee, hat man noch echt Angst gehabt, dass überhaupt Schnee liegt. Und es hat halt noch mal kurz bevor wir hergekommen sind, gut geschneit. Jetzt schneit es wieder. Und diese Hütten alle, das sieht einfach so cool aus. Also ich finde es einfach traumhaft hier. Und schade, dass ich jetzt abreisen muss. Aber so ist das Leben halt. Ja, ich hoffe, dass das Video ganz gut ankam bei euch, ihr euch ein bisschen gefreut habt, dass ich mal was aus meinem Urlaub zeige. Ich freue mich, wenn ich mir das Video später mal irgendwann anschauen kann. Und ja, insofern bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Dieses Jahr kommen wahrscheinlich einige Videos, die ich mit der GoPro aufnehmen werde, vor allen Dingen aus den Freizeitparks. Ich hoffe, dass ich das da irgendwie hinkriegen werde. Oh, jetzt lege ich mich noch hier live aufs Maul.
Und ja, ich war jetzt eine Woche hier, hatte viel Spaß. Hoffe, es kam ein bisschen so rüber, dass der Skifahrspaß vorhanden war. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier reingehe. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg. Aber sei es drum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao. Das waren nur zwei. Top.